Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, der Talk über Menschen und Themen in und um Burgersdorf. Ja, und heute habe ich mich wirklich einmal weiter um Burgersdorf in der Region herum bewegt. Und zwar sitze ich heute im Gasthof Meier zu den fünf starken Reckerwinkel. Mir gegenüber sitzt der Roland Meier. Servus, Roland. Grüß dich, servus. Ja, wie gesagt, heute weiter draußen. Aber das Wichtige und das Schöne bei dir, das ist ein Bühnenwirtshaus, wo wir heute sitzen. Richtig, genau. Bühnenwirtshaus, Vereinsmeier Bühne. Gleich mal vorweg, meine Stimme, die habe ich ein bisschen abgegeben. Ich glaube beim Feiern oder ich war vor ein paar Tagen in München bei einem Depeche Mode Konzert. Da habe ich mir ein bisschen zu verausgabt. Aha, wunderbar. Aber okay, wir verstehen dich, wir hören trotzdem alles ganz gut. Cool, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das so ist, wenn man bei einem Wirten ein Interview macht, sitzen wir hier vor einem reich gedeckten Tisch mit zwei riesen Käseplatten, Brot, Nüsse, Wasser, Wein, alles, was das Herz begehrt. Das heißt, wenn ihr so jetzt nebenbei ein bisschen was klappern hört oder sonst was, dann liegt es daran, dass der Roland oder ich beim Interview nicht widerstehen können und ein bisschen dabei auch naschen. Ich habe mir gedacht, wie du mich gefragt hast, machen wir da ein Interview. Das ist mir so ein bisschen vorgekommen wie Frühstück bei mir. Machen wir das ein bisschen besser mit einer Käseplatte und vor allem auf einem Platz, wo ich mich am wohlsten fühle und du, glaube ich, auch auf der Bühne am Herzstück. Direkt auf der Bühne. Dieses wird. Magst du einen Wein? Ich schicke mal einen Wein ein. Ein bisschen. Danke sehr. So. Na, da kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt. Gasthof zu den fünf Starken ist ein Bühnenwirtshaus. Sag, was ist das genau, Bühnenwirtshaus? Das Bühnenwirtshaus Niederösterreich, das ist eine Organisation, die gibt es schon seit 2009. Das Lustige ist, mein Wirtshaus gibt es auch seit 2009, in meinem Besitz, von der Mutter übernommen. Und der Partnerverein von dem Ganzen, die Vereinsmeierei, gibt es auch seit 2009. Und 2012 haben wir sie eben alle zusammengefunden. Und die Philosophie von dem Bühnenwirtshaus, das vom Land Niederösterreich ausgeht, von der Kulturvereinigung, war Wirtschaft und Gastronomie zu vereinen. Wirtschaft und Vereinskultur, dass nicht jeder sein eigenes Superl macht. Und dazu braucht man einen Verein und ein Gasthaus mit einer Bühne. Und die Namensgebung war ganz rein zufällig, weil die Vereinsmeierei wurde gegründet von Wilfried und Marina Scheutz. Und die haben sie einfach Vereinsmeierei genannt, weil sie diese Meierei, Vereinsmeierei ein bisschen auf die Schippe nehmen wollten. Ja, und dann kam eben die Vereinsmeier Bühne mit MAY geschrieben, wie wir sie dann getroffen haben bei einem Stelzenessen bei mir. Aus dem wurde dann Freundschaft und da sind wir mit dem Ganzen losgegangen und sind dann den Bühnenwirtshäusern beigetreten. Ja, du hast hier natürlich auch ein großes kulturelles Programm, das über das ganze Jahr läuft. Da sei gleich allen Hörerinnen und Hörern gesagt, natürlich werden wir das auf den Shownote-Seiten von deiner Episode, die ganzen Links dort aufzeigen, damit man sehen kann, was gibt es denn jetzt alles für ein Programm hier. Was mich hier auch interessieren würde, wieso heißt denn das zu den fünf Starken? Zu den fünf Starken, das hat einen ganz langen Hintergrund. Wir sind gleich im nächsten Raum, am Stiegenaufgang hängt sogar mein Familienstammbaum. Das war meine Corona-Arbeit während Lockdowns. Da habe ich ein paar Monate Zeit gehabt, ein bisschen zu nachzuforschen. Aber das ist schon lang, und zwar fünf Starken kommt von dem her, um 1860 wurde der Bahn, der Dundel, der Kaiserin Elisabeth-Bahn, gebaut. Der wurde bergmännisch betrieben von 5000 italienischen Bergbauarbeitern, das wissen wir. Weil vorher haben sie in Semmering Bahntunnel gemacht. Ja. Dann sind sie daher gekommen. Es waren 5000. Und mein Urgroßvater, der Anton Glakover, der die Bauernwirtschaft hier besessen hat und das Wirtshaus daneben betrieben hat,
hat das verpachtet. Ja. Und wenn da 5000 Leute sind, ist natürlich viel Geld da. Ja, klar. Ja, jetzt muss er das huldigen. Vorher hat es geheißen Kaiserin Elisabeth. Der dürfte die Sisse nicht mögen haben. Und dann hat er fünf starke Burschen gehabt, die, weil das ist ja die Passhöhe zwischen Neulenkbach und Wien. Und die haben immer Vorspann geleistet. Die haben einfach die Trecken, also die, den Wagen aus dem Treck gezogen. Und hier im Wirtshaus ist es um die Zeche gegangen. Ja. Und vor, am Eingang oben ist ein Relief, da steht das genau drauf, das habe ich so original lassen. Entschuldigung, ein Fresko, das ist ein Fresko, kein Relief. Und von daher kommt der Name. Und wie ich das vor 14 Jahren übernommen habe, haben wir gesagt, den darf man wieder aktivieren, ein bisschen die Geschichte hochleben lassen und das Ganze geht schon ein paar hundert Jahre zurück. Ja, na Rolli, wer dich kennt, und das sind einige, wird mir wahrscheinlich recht geben, wenn ich jetzt sage, du bist so ein wenig ein bunter Hund, ne? In der Region auch. Ja, also introvertiert bin ich nicht. Das meine ich jetzt positiv, nicht negativ. Ja, das heißt, habe ich schon mitbekommen. Na gut, ich mach auch viel und ich bin vor 14 Jahren, wie ich heimgekommen bin, von den Bahamas nach Reckerwinkel. Ja, da wollte ich mich eh auch drauf kommen. Also, okay. Wie bist du zur Gastronomie gekommen und nachher wieder hierher sozusagen? Wie war da dein Lebensweg? Ich bin da aufgewachsen. Also da, wo wir jetzt sitzen auf der Bühne, das war, zu meiner Kindheit war das eigentlich eine Rumpelkammer. Es wurde zweimal im Jahr ausgerammt, wenn der Feuerwehrball war. Und da habe ich meine Kindheit verbracht. Gleich da drüben beim Ofen haben wir ein Zelt sogar mal stehen gehabt, da haben wir gezeltet. Meine Großmutter hat gleich dort nächste Tür da gewohnt. Und ich bin ein Wirtskind. Ich habe da mit 8 Jahren, kann ich mich erinnern, hatte ich meine eigene Station und so. Ich habe Eis machen dürfen, meine Eisbecher und die Eiskarte machen. Da war ich 8, 9 Jahre alt. Und das heißt, du warst von klein auf schon ziemlich geschreckt gegen. Genau. Du warst immer abgeneigt gegen fremde Menschen. Ne? Genau. Also ich bin da groß geworden. Da ist noch geraucht worden im Gastzimmer. Das hat mir auch nichts ausgemacht. Ja, und dann wollten meine Eltern mir so mit 13, 14, die haben mir das sogar ausreden wollen. Dann gesagt, bist du sicher, Gastronomie hin und her? Sage ich, nein, ich mach das. Und dann bin ich Hotelfachschule in St. Pölten, die HTS. Damals hieß sie noch GGS und Tourismusschule in St. Pölten. Und dann bin ich 10 Jahre lang insgesamt ein bisschen um und umgezogen, quer durch Österreich, Ischgl, Landeck, Fuschl, Wien, bei sämtlichen namhaften Küchenchefs auch, unter Reinhard Gehrer, sagt er vielleicht, Alexander Fankhauser. Und dann auf die Bahamas. Und von die Bahamas, 3 Jahre lang Bahamas nach Reckerwinkel. Also, schöner Wechsel gewesen. Ja, das glaube ich. Das war ein ziemlicher Unterschied dann. Ne? Ja. Nein, was ich dazu sagen muss gleich, was mir aufgefallen ist, jeder fragt mit Bahamas, du bist am Strand gewesen, offenes Lokal zum Strand und Meer und super. Hollywood-Schauspieler vorbeigegangen, mit einigen sogar Privatkontakt gehabt. Geht dir das nicht ab? Sage ich, das Ding ist das, die ersten Wochen, Monate siehst du das, dann siehst du das aber nicht mehr. Dann wird's normal, ne? Und dann geht die Routine los. Und wenn du dann nach einem Jahr, 2, 3 Jahr heimkommst, und du stehst dann da und denkst da, wow, Wald, grün, Wiener Wald, das Bier wird nicht kalt nach 20 Minuten, wenn es da 40 Grad hat. Eigentlich ist es schön. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich komme heim, mir geht nicht die Gegend ab, die Leute vielleicht, aber die kann man besuchen oder die kann man im Internet chatten. Der Punkt von dem Ganzen ist, es ist schön. Es ist schön hier und man lernt, wenn man mal weg war, lernt man es hier zu schätzen. Vor allem das, mein Betrieb auch. Ja, das heißt aber, zur Gastro hat sich eigentlich schon von Kleinkind auf getrieben. Also du wusstest ziemlich früh, das ist es, was du machen willst. Gastronomisches Blut. Ja. Jetzt muss ich eine Achtel trinken. Sehr gut. Muss man dazu sagen, einen Wirten darf man natürlich nicht dabei abhalten, wenn er dann kurz was trinken muss. Ich gebe da mal einen Käse nebenbei. Wirklich, ich nehme da jetzt ein Stück. Ich hoffe, ich brich jetzt einmal die Etikette.
Ja, na dann, dann machen wir dann. Soll ich dir auch, auch was geben? Nein, ich nehme von der herüberen Seite. Nasch da drüben, das ist ein Weinkäse. Hervorragend. Wir machen jetzt Käsewerbung. Genau. Wie du das Gasthaus hier übernommen hast, da war ja doch auch einiges zu tun. Ne? Mhm. Kurz runterschlucken. Ja, jetzt geht's. Ja, das war halt, ja, das ist ein Betrieb gewesen. Sagen wir es so, ich bin auch ehrlich, es ist ein kleines Rucksackerl, mir da übergeben worden, das habe ich mir freiwillig auch. Mhm. War ein bisschen, meine Mutter war halt mit 3 Kindern und wie sie ist in so einem alten Familienbetrieb, da ist halt, da werden halt Lasten auch übernommen. Ja. Und ich habe halt einiges renovieren müssen, den Saal wieder hergekriegt, die Fassade und so weiter. Und meine Mutter hat schon sehr viel aufgebaut. Du musst dir denken, es war ein Betrieb. Da war, ich kann mich noch als Kind erinnern, vor 1986, das war Holzküche. Mhm. Und meine Mutter hat einmal das Ganze gemacht, hat einmal die Basics machen müssen. Und es war ein Betrieb, wo es nicht wirklich ums Essen gegangen ist. Mhm. Da sind die Leute, ein typisches Wirtshaus, der Stammtisch, Gartenspülen, die Luft hast schneiden können drinnen. Und meine Mutter hat das schon sehr, sehr gut aufgebaut. Mhm. Und ich sage immer, bei allen Lehrern, die ich hatte, bei allen großen Namen, die ich hatte, es gibt eine Lehrerin, von der ich am meisten gelernt habe, und das war meine erste Chefin eigentlich, das war meine Mutter. Mhm. Und da ist schon auch sehr viel Herzblut auch mitgekommen, die ganze Geschichte. Und darum zieht sich das echt jetzt in das Wirtshaus rein und darum die Home-Gastronomie habe ich bleiben lassen. Mhm. Das war schön, war nett, war lustig, viel gelernt. Nur das, was meine Mutter gemacht hat, Wirtshaus, das Ganze weiterzumachen, bodenständig, auf solide Basis stellen. Ja, du probierst ja hier, also für mich als Kunde gesehen, einen recht interessanten Weg. Es ist zwar Wirtshaus, aber man kann sehr wohl sagen, mit gehobener Gastronomie. Ja, ja. Ich mische natürlich das ein bisschen rein. Mhm. Und vor allem das Kulturprogramm. Mhm. Das ist natürlich, es ist Definition ist Kulturgasthaus, das zu vermischen. Und eine ganz interessante Mischung bei uns ist, machen nicht viel. Ich bin nicht der Einzige, der das macht. Ich habe es auch nicht erfunden. Aber das war so, die Bekanntschaft mit Marina und Wilfried hat dann das ergeben. Und da habe ich gesagt, ja, das ist genau meins. Die Künstler, du hast ja sehr viele namhafte Künstler hier, die auch schon aufgetreten sind und noch auftreten werden. Die fühlen sich eigentlich auch alle ganz wohl da, ne? Ja, schon. Vor allem, wenn es dann ums Essen geht und ums Trinken. Danach, davor, das gehört dazu. Du hast auch so Dinner for Crime und solche Geschichten. Mhm. Das läuft hier alles ab, ne? Also neben der Vereinsmeierbühne laufen auch viele andere Sachen. Mhm. Also in meinem zweiten Standbein, den Stadtsaal Pressbaum, oder glaube ich, kommen wir eh noch dazu. Genau, da kommen wir noch dazu. Theatervereine, die Winterbühne. Entschuldigung, das war jetzt eine Nuss. Mhm. Ja, das ist, wenn man nebenbei isst, wenn man redet. Aber das ist ein bisschen normal. Winterbühne, Theaterbühnen, dann Dinner and Crime. Also Dinner and Crime heißt es nicht, mal in 5 Gängen. Ah, okay. Das ist die andere Firma dazu. Okay. Also. Der hat es auch hier aufgebaut. Also war auch ganz am Anfang hier in seiner Karriere der Manuel Zeleder. Und dann finden hier Tanzproben statt, Chorproben statt und rund um Kultur. Ja, wie du zuerst schon gesagt hast, da möchte ich eher auch darauf eingehen, du betreibst ja auch, oder ich glaube, ich liege da richtig, dass du Betreiber auch vom Stadtsaal in Pressbaum bist, ne? Mhm. Also magst du dort die Gastro? Ich bin ein Pächter, also ich bin Subpartner der Gemeinde Pressbaum. Ich bin Verwalter und habe jetzt die Aufgabe, eben die Verwaltung für die Gemeinde Pressbaum zu machen. Mhm. Und bin natürlich dann auch, habe das Gastro-Recht da drinnen und vermiete den Saal. Ja. Oder macht die Gastro, auch wenn sie erwünscht ist. Magst du dort auch den kulturellen Teil, also Engagements und so, oder macht das wer andere für den Stadtsaal? Wenn wir von der Vereinsmeierbühne
eine Veranstaltung, die größeren Veranstaltungen machen, da kriegen wir 300, 350 Personen rein. Dann sind wir Veranstalter und wenn nicht, sind halt die anderen Veranstalter, wie die Winteralbühne oder die Duckhütler Faschingsgilde. Also wir haben im Pressbaum sehr viel. Also all die du hier nennst, da bist du überall irgendwo Mitglied oder Vorstand und so. Deswegen stellt sich für mich natürlich die Frage, hat man als Wirt wirklich so wenig zu tun, dass man, dass man da überall dabei ist? Das Lustige ist ja wirklich, ich habe immer gesagt, das sind so Narrative, was man sich so einpflanzt, das hört man irgendwo und dann quatscht man es einfach nach. Na, das interessiert mich nicht, Vereine, wie jung war, Feuerwehrjugend war tabu, das sind Vereinsmeierei, dieser Begriff. Das habe ich halt so aufgehört und habe es halt nachplappert. Und wie ich dann dahergekommen bin, dann sagen wir, okay, na, Vereinsmitglied wäre ganz. Jetzt bin ich, glaube ich, gefühlt bei 4, 5 Vereinen Mitglied. Einen Verein habe ich mitbegründet mit dem Breyer Richard, die Duckhütler Berchten. Bin Vizeobmann. Dann bin ich im Elferrat bei den Duckhütler, da Mitglied, dort Mitglied. Bei den Bühnenwirtshäusern Niederösterreich bin ich jetzt sogar Kassier. Da bin ich auch im Vorstand drinnen. Auch eine sehr schöne Aufgabe. Und ja, jetzt hat mich die Realität eingeholt und ich habe daraus gelernt, tu nicht blöd reden, bevor du was weißt, wie es wirklich ist. Aber mit der Zeit, wie geht sich das alles mit der Zeit aus? Ich sage immer, einstudierte Antwort, nicht schlafen. Aber ja, das rennt nebenbei. Zum Beispiel Vereinssitzungen finden hier statt. Wenn die da stattfinden, bin ich sogar glücklich, weil da brauche ich nicht die ganze Zeit dabei sein. Da komme ich einfach einmal rauf, 5 Minuten, 10 Minuten, wir quatschen ein bisschen und dann erledigen wir die Punkte. Man kann viel vereinen. Gerade Vereine, weil du das vorher gesagt hast, Vereine sind natürlich schon ein Rückgrat jeder Gemeinde, nicht? Der Gemeinschaft dort, was Vereine alles auf die Beine stellen, das ist gewaltig. Ne? Also vor allem im Pressbaum, man muss eines sagen, Kultur im Pressbaum. Und da bin ich ehrlich, gegenüber anderen, jetzt gehen wir gleich mal mit der Kritik los. Im Pressbaum werden die Vereine nicht unterstützt. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Gemeinden, wo Vereine finanziell natürlich mehr unterstützt werden. Im Pressbaum ist es aber gar nicht notwendig. Wir haben eine irrsinnige Vielfalt. Ich glaube, wir haben über 50 Vereine im Pressbaum. Davon wirklich ein Haufen Kulturvereine. Man sagt immer, es ist nichts los bei uns, es ist genug los bei uns. Man muss einmal hinschauen. Und dann haben wir punkto Kultur, die Unterstützung der Gemeinde Pressbaum verläuft sehr viel persönlich. Das heißt, wir haben, wenn ich da Namen nennen darf, die Jutta Bolz, die Ingrid Burtscher, die neue Vizebürgermeisterin, also die zwei Vizebürgermeisterinnen, die Heike Andrea, Staatsamtsdirektorin. Also da läuft sehr viel, Kurt Heuböck, da läuft sehr viel Unterstützung, wenn man was braucht. Intern sehr viel Werbung auch und so weiter. Also es wird schon geschätzt. Sehr gut, ja. Natürlich, Geld gibt es jetzt nicht in Übermassen, also Kredite kriegen wir keine von 20.000 Euro oder so, aber es ist sehr viel Wertschätzung da. Und das macht es dann aus, weil ich sage, okay. Es gibt ja auch viel Hilfe auf anderen Ebenen, also nicht nur finanziell, es gibt ja auch andere Ebenen, wie Hilfe geleistet werden kann. Ne? Und weil du gerade vorher auch richtig gesagt hast, es gibt oft viele Menschen, die sagen, da ist nichts los. Also ich glaube, das gibt es in jeder Gemeinde, dass es Menschen gibt, die sagen, da ist nichts los. Ich sage immer, wenn all die Menschen, die sagen, es ist nichts los, zu einer Veranstaltung kommen würden, war die Veranstaltung dreimal voll ausverkauft wahrscheinlich. Also ich habe jetzt einmal zusammenzählt Stadtsaal Pressbaum. Stadtsaal Pressbaum ist ein Saal, der ist in die Jahre gekommen, das wissen wir. Da ist auch immer, da geschieht nichts, da tut sich nichts und so weiter. Jetzt hat die Gemeinde Pressbaum ein Budget verabschiedet, das ist offiziell, sind 130.000 Euro. 10 Jahre haben wir noch, derweil einmal, hoffentlich noch länger. Und da heißt es immer, ja, da wird nichts gemacht, da wird nichts getan. Dann habe ich zusammengezählt, wie viele Personen im Stadtsaal Pressbaum im Jahr bei den Veranstaltungen zu Nicht-Corona-Zeiten
ein- und ausgegangen sind. Da sind wir bei der Pressbomber Bevölkerungsanzahl mit Nebenwohnsitz, da sind wir bei über 10.000 Leute, na bitte, die da ein- und ausgehen. Und das ist schon was. Ja. Und natürlich gibt es Leute, die kriegst du nicht vom Wohnzimmer raus. Oder man sagt immer, es ist immer der Speckgürtel Wien. Es gibt zwei Gruppen, die einen schlafen nur hier und wohnen in Leben in Wien. Ja. Aber selbst die kriegst du manchmal hervor. Und wenn es nur ein Teil ist, den was wir jetzt schon haben, und wenn aus Wien die Leute schon herkommen fürs Kulturprogramm, und das sind auch genug, dann hat man schon die Bestätigung, das hat einen Sinn. Ja, das macht schon Sinn. Ja. Du hast natürlich hier auf der Bühne viele namhafte Künstler, die hier auftreten über das ganze Jahr oder über die Jahre. Aber wie wir alle von dir wissen, du hast ja schon gesagt, du bist nicht gerade ein introvertierter Mensch. Dich selbst sieht es ja auch immer auf die Bühne. Ne? Ja, wenn ich es mit der Stimme da packe, schon. Das ist halt mein stimmliches Problem, da habe ich ein bisschen was mit dem Kehlkopf. Aber nichts Sorges, holt mich halt immer wieder ein. Nein, ich bin schon gern. Ich bin, man sieht jetzt vielleicht nicht dem Rampensau. Das ist mein Bühnenwirt, das Leiberl. Steht nicht umsonst da oben. Ja, also dieses T-Shirt hat der Roland jetzt auch mit Rampensau direkt auf der Brust prangt. Das prominent mir entgegen. Ja, genau. Ein Statement. Nein, also, das gibt einem schon was. Mhm. Also die Bühne, das ist eine Mischung. Warum steht man gerne auf der Bühne? Ich zitiere jetzt den Wilfried. Ich habe den Wilfried einmal gefragt, da hat er ein Interview gegeben mit dem Rudi Dollezahl. Und der Rudi Dollezahl hat ihm gleich in einem Interview gefragt, der Rudi, warum bist du auf die Bühne gegangen? Ja. Und der Wilfried ganz zielsicher Minderwertigkeitskomplexe. Und da hat's nachher dann irrsinnige Diskussionen gegeben von anderen Künstlern, die gesagt haben, warum kann er das so sagen und so weiter, so genau, fühlst dich erwischt. Es bestärkt einem schon. Also wenn es einem einmal schlecht geht und man hat wirklich, und jeder Mensch hat das, einmal seine kleinen Minderwertigkeitskomplexe und so weiter, dann stehst du auf die Bühne, und du machst was und die Leute applaudieren und so weiter. Kann einem das schon beflügeln. Ja, klar. Und natürlich macht man es nicht nur wegen Minderwertigkeitskomplexe oder wenn man jetzt einen Applaus braucht. Das war gefährlich, wenn man das machen würde. Aber es gibt so Phasen wie immer im Leben. Einmal rennt es so. Und mir macht es halt irrsinnigen Spaß, so diese kleinen Fasching. Vor allem, ich bin bei der Duckwittler-Gilde, mache ich halt jetzt mal mein Kasperl. Dann mache ich mit den Musikanten und was mir halt gerade Spaß macht. Im Internet habe ich sogar YouTube auf eine Loriot-Geschichte habe ich da gemacht, das Bild hängt schief. 48.000 Klicks. Na bitte. Weil ich auf die Bühne das Bild hängt schief gemacht habe. Da zerreißen sie mich teilweise in der Luft. Wie kann man Loriot nachmachen und dann wieder super? Und ja, es ist einfach lässig. Gibt es irgendwelche Erlebnisse da, wo du sagst, eben mit den Künstlern hier auf der Bühne, in der Bühne, wo du sagst, das war bisher dein Highlight oder du erinnerst dich wirklich sehr, sehr gern daran, dass du das miterlebt hast? Ja, das war dann ein paar Sachen. Das Herausragendste war natürlich Wilfried. Sein letztes aufgenommenes Konzert, also sein Auftritt, war hier auf dieser Bühne. Danach hat er noch ein Konzert gehabt. Ja. Und danach hat er aufgehört und zwei Monate drauf ist er dann verstorben. Und das war beim 70. Geburtstag von Gotthard Rieger. Ja. Und da war SDS, Opus. Für alle, die Gotthard Rieger jetzt vielleicht von den Jüngeren nicht kennen, Gotthard Rieger, ein legendärer Radiomoderator, zuerst bei Ö3, lange Jahre bei Ö3, ja. Wahnsinnig profunder Musikkenner der Musikszene im In- und im Ausland und dann zum Schluss war er Moderator bei Radio Niederösterreich. Das hat er mir auch erklären müssen. Das hat er mir auch sagen müssen. Der jetzige Chef der Volkskultur Niederösterreich, der hat das organisiert
Und der hat mir dann erklären müssen, wer er ist. Sag ich, ich kenne dich nicht, tut mir leid. Also ich bin ein 82 Bäuer, da war ich ein Kind. Ja, also dann habe ich aber so nachgegoogelt natürlich, man muss sofort googeln immer, wenn man was nicht weiß, die neue Zeit. Wikipedia sagt, alles stimmt, nicht immer. Und da war eine wirklich super Veranstaltung, Seitenblicke waren da, die Mata Putbull, also die Jazz Kitty, Richard Lugner war auch da. Kurz, das muss ich erzählen. Das ist so lustig. Musst dir vorstellen, SDS steht mit Opus auf der Bühne und singen. Seitenblicke, Kamera laufen. Und es ist ein Moment, das gibt es eigentlich selten, dass das passiert. Ich glaube, sie waren in Burgersdorf auch, sind in Burgersdorf so aufgetreten. Und auf plötzlich sitzt der Richard Lugner, sitzt da in der Mitte und schläft ein. Alle zwei Kameras plus ein Fotograf richten sich, während SDS und Opus spielt, richten sie auf den Lugner, wie der schläft. Der Wilfried hat sich da umgedreht und hat gesagt, und jetzt geh ich. Der Richard Lugner betritt die Bühne und ich gehe. War bei mir in der Küche gestern. Er kann tun, was er will, er stiehlt die schon. Und der Wilfried hatte hier seinen Auftritt und der ist bei mir auf der Homepage nachzuschauen. Das war Gänsehautmoment. Das glaube ich. Wirklich Gänsehautmoment. Wenn ich mir das heute noch anschaue, sehr, sehr schöne Erinnerung. Ja. Dann natürlich Jimmy Schlager, einer der wenigen Künstler, die Standing Ovation bekommen haben. Und kommt übrigens im Herbst. Jimmy Schlager, der ist wieder da. Sieht man auf deiner Homepage, sehen wir dann auf den Shownotes, da sind die Links. Am Tag der offenen Bühnenwirtshäuser, nennen wir diesen Tag, vormals der Welttag der Bühnenwirtshäuser in Niederösterreich. Und da kommt er her. Ja, da waren also von bis. Du bist ja, wie ich dich kenne, auch in deinen Projekten und in deinen Gedanken bist du, das meine ich jetzt auch positiv, bist du so ein bisschen sehr Schmetterling. Ja? Du fliegst da schnell von einer Blume zur anderen. Kann sein, dass du bei manchen Blumen nicht so lange verweilst. Aber wie soll es denn so, mit dem Bühnenwirtshaus, mit dem Stadtsaal in Breisbaum? Hast du da Pläne so für die Zukunft, dass du sagst, das würde ich gerne erreichen, dorthin wäre schön, wenn wir das dorthin bringen könnten? Ich möchte mal aufs Erste eingehen mit den Ideen, mit den Schwankungen. Ja, das ist so. Ich habe oft Ideen, da bin ich sowas von begeistert. Da kann sein, dass ich um eins in der Früh, wenn ich sehe, du bist munter und ich habe eine Idee mit dir und ich sehe dich irgendwo online, rufe ich dem eins in der Früh an und sage, boah, das ist super, das machen wir. Zwei, drei Wochen ist eh wieder nichts. Also da schwanke ich schon sehr viel. Da ist aber schon sehr viel überblieben. Was positiv war, das passiert. Und was sind meine Ziele? Eigentlich so weitermachen. Es gibt natürlich Projekte, die immer in der Luft schweben, die immer da sind, die auch zu erreichen. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht machen, weil es gerade so gemütlich ist, machen wir weiter. Sondern ich will das festigen lassen und dann immer Schritte weitergehen, aber nicht irgendwas, wo man so sagt. Nicht more of the same. Ne? Nein. Also das ist, so Suhlen im eigenen Saft. Das ist, macht man ganz gern. Da muss man sich selber ein bisschen erwatschen geben auch. Und dann immer verändern. Und da habe ich aber in der Marina Scholz, Tatsitsch, in der Marina, eine sehr gute Geschäftspartnerin, wirklich freundschaftlich, ist Freundschaft schon geworden im Laufe der Jahre, wo man sich da wirklich anspornt und sagt, okay. Und da passiert es auch, dass ich am eins in der Früh die anrufe und sage, ich habe die und die Idee, was hältst du davon? Also ich will eigentlich schlafen, da jetzt hörst du mir zu. Einfach nicht stehen bleiben, weitermachen. Also was ich jetzt speziell mitnehme, wichtig ist, wenn man dich kennt, dass man seinen Social-Media-Status nicht veröffentlicht, weil sonst weißt du, wann du anrufst. Ja, das sieht man auf WhatsApp auch. Also das hat man früher gesehen, wenn du online bist, ein großer Fehler. Da kann sein, dass ich die anrufe. Du hast ja schon gesagt, du bist hier aufgewachsen, warst dann unterwegs gastronomisch, bist wieder zurückgekommen. Aber dadurch natürlich auch meine Frage an dich,
Was bedeutet Pressbaum, was bedeutet diese Region für dich, so als Mensch vom Gefühl, dass du sagst, was ist es? Erstens einmal Heimat. Ich habe es zuerst schon am Anfang erwähnt, das mit dem, wenn man weg ist, lernt man das eigentlich zu schätzen, was da ist. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, wo man dann sagt, so, ja, ich bin reif für die Insel, ich will wieder weg oder sonst irgendwas. Nur das sind so Momentaufnahmen. Also Heimat und ich habe mich in den letzten 14 Jahren in der Gesellschaft Freunde, also die Freunde, die ich schon vor meiner Saison gehabt habe, die sind nach wie vor geblieben. Meine besten Freunde sind mir sehr, sehr wichtig. Und Familie. Und dann natürlich, ja, es tut sich immer wieder was. Es wird nicht fad. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ich meine, du gestaltest ja eh viel im Pressbaum, aber wenn du noch weitere Möglichkeiten hättest, wie siehst du das? Was würdest du gestalten, beziehungsweise was wünschst du dir für die Zukunft für Pressbaum, wo du sagst, da wäre es schön, wenn sich Pressbaum hinentwickelt? Also was ich mitgestalten würde, reden wir mal, da mal Luftschlösser bauen. Angenommen, ich mache dann Lotto 6er. Oder eure Millionen, gewinnen so 100 Millionen, warum nicht? Man darf ja träumen. Also da hätte ich schon viel vor. Da, und das wäre ungefähr was? Da könnte ich, also da täte ich mit der Gemeinde gleich mal einen Soll hinstellen oder mit anderen, der sich gewaschen hat, ein Kulturzentrum gründen. Und ja, und eigentlich würde ich das sehr viel in dem Punkt weiterbringen. Traum wir halt weiter vom Lotto 6er, vielleicht kommt er. Und da würden, ja, das, wenn ich das jetzt alles erzählen würde, was ich da schon träumen würde, braucht man 2 Stunden. Aber was würde ich mir für Pressbaum wünschen, wenn nicht der Lotto 6er kommt? Ja, dass wir nicht in die Anonymität fallen, der Großstadt. Wir wachsen zwar, ich sage immer, Hütteldorf war auch einmal ein Dorf, und wir werden hier auch, das ist die Stadt, das wird wachsen, und dass wir nicht in diese anonyme Schiene fahren, wo es vielleicht in manchen Bezirken in Wien kann vorteilen, wenn selbst in die Bezirke in Wien gibt es so Kretzeln. Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, das weiß man oder lebt man natürlich als Nicht-Wiener nicht so. Natürlich ist es in Wien genauso, dass nicht jetzt ganz Wien als eines gesehen wird, sondern Punkt A, die Bezirke und in den Bezirken, die Grätzeln, die haben natürlich eine ganz eigene Kultur und ein ganz eigenes Leben, natürlich dort auch mit den Bekanntschaften, Freunden und so weiter. Ne? So, meine Großmutter hat immer gesagt, wir sind kein Land und wir sind keine Stadt nicht. Das hat sie so manchmal negativ gemeint, aber ich meine das eigentlich, das könnte positiv gemeint sein, money positiv, weil das könnte unser Vorteil sein. Eines ist ganz klar, Wien, wie jede Großstadt, wächst. Natürlich wächst sie nach außen, sonst kann sie ja nirgendwo anders hinwachsen. Und dadurch wird zumindest jetzt nicht unbedingt, dass jetzt dann niederösterreichische Gebiete zu Wien werden, aber von der Lebensart und alles wächst die Stadt natürlich noch aus. Ja. Das ist gar keine Frage. Und ich will halt eins nicht, dass das dann, ja, dass man sie noch wirklich persönlich kennt. Ich bin, das Du-Wort ist ja bei uns eigentlich schon eingezogen. In Tirol aber jetzt normal. Du bist auf ein Tankstück gegangen, grüß dich, Pfirti. Es ist sehr persönlich hier, doch. Unterschied zu den Bahamas, das Inselleben auf den Bahamas war halt, ja, da hat jeder jeden kennt. Ja. Das gibt es auch ganz lustige Geschichten. Und es war auch sehr persönlich, dass eben das so ist, wie es jetzt ist und man sich auch bewegen kann mit einer Privatsphäre natürlich. Ich bin ein bunter Hund, aber auch den persönlichen Kontakt zu den Gästen, zu den Behörden, zu der Gemeinde, zu den Bewohnern und so weiter, zu allen. Das ist mir eigentlich wichtig. Eine ganz kurze Geschichte möchte ich erzählen von den Bahamas, vom Inselleben. Wenn man sagt, okay, Dorfleben, da tratscht da jeder und so weiter. Meine Eltern und meine Tante und mein Onkel kamen zu Besuch. Und denen habe ich natürlich mein Auto geborgt. Ja. Dort ist Linksverkehr. Ja. Mein,
mein Auto einer parkt, ne? Und die fahren da um und um. Und dann kriege ich 2 Anrufe während der Arbeit. Und der erste war der sensationellste, ruft mir ein Freund an, der Roland, da fahren Weiße mit deinem Auto spazieren. Sage ich, ja. Sage ich, ja, das ist richtig, das sind meine Eltern und die müssen weiß sein. Ne? dort ist halt, da waren wir halt als Weißer der Seltenere. Und sage ich, sind meine Eltern, die müssen Weiße. Ach so, Mann. Also da ist schon, wenn du da irgendeinen Schritt gemacht hast, das typische Inselleben, das hat jeder gewusst. Hat jeder gewusst. Egal, was du tust. Na, du bist auf jeden Fall jetzt wieder hier, hast dich hier gesettelt. Ja. Nehm auch an, du hast in deinem Lebensplan, dass du auch hier bleibst und das nicht mehr veränderst. Wir nehmen das auch irrsinnig positiv, sozusagen du als bunter Hund, wo du immer wieder Sachen auf die Beine stellst. Man kann auch nur sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, das Gasthaus, was ich hoffe, dass das nicht so viele sind, aber sollte es jemand nicht kennen, kommt hier vorbei. Wirklich, man kann hier grandios super essen und sich sehr gut unterhalten. Wenn der Roland Zeit hat, sitzt er so wie jetzt doch gerne auf einem Blauschall dabei. Genau, mit einem Käse vielleicht sogar. Ja, Roland, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich bei dir sein habe dürfen, dass wir ein bisschen in deinem Leben umhergekramt haben, ein bisschen erfahren haben, was du so vorhast. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Hat mich sehr gefreut, einmal was anderes. Ja, gern. Wir werden uns sicher wieder mit irgendwelchen Projekten. Gerne. Und unterstoßen wir an, das kann man, kann ja, man schön das, hören. Da können wir anstoßen. Zum Wohle. Prost, pfiat euch und schaut vorbei und vor allem Hallo Burgersdorf, aufdrehen, anhören und alle anderen Folgen auch. Na bitte, also. Du machst das sehr gut. Danke. Was kann man da mehr dazu sagen? Ich sage euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, danke fürs Zuhören und ciao, bis zur nächsten Episode. Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Purkersdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-purkersdorf.blog. Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck. Kontakt per E-Mail unter feedback@hallo-purkersdorf.blog.